Kampf mit festem Schritt voraus. Nur vorwärts, zu! Zwerge! Wer ruft? Aus dem Bild! Und ja, der Nita auf Titan. Ich höre! Müsste normalerweise eine riesige Abrissmaschine sein. Seinem Hämmerchen. Ich höre. So, also eine Mine. Und eine Schmelze. Und Ismail. Mit seinen paar Gedankendieben. Die Gedankendiebe wären jetzt nicht so das Problem. Unsere Stadt wird angegriffen! Die Rune ruft? Sofort! Ja? Die Rune ruft? Das dauert immer eine halbe Ewigkeit, bis die aus ihren Gebäuden raus sind. Aber ja, zum Glück gibt es hier recht viel Mondsilber, auch wenn wir, glaube ich, hier oben schon fast alles abgebaut haben, ja. Das Gebäude ist fertig. Frisch ans Werk. Auf meinen Befehl. Schnell. Sofort. Und ja, ehrlich gesagt. Oh, wir können. Ah, doch, wir können noch arbeiten. Das ist eine 30 gewesen, keine 50. Das wäre auch ein bisschen krass, anfangen. 50 Zwergenarbeit zu haben. Spuckt in die Hände, Männer! Die Schmelzen und so, die sollten wir, glaube ich, immer besetzt halten. So, und ihr folgt jetzt alle mal dem Dieter-Titan. Aus dem Bild! Nicht mehr dem Avatar. So, der Mosaikwächter ist Level 17 und damit auch etwas stärker. Ich höre! Ja, zur Seite! Er redet aber auf jeden Fall nicht so creepy wie der... Hinfort mit uns! Niethals wird mich rächen! Wer ruft Macht mich? Platz! Macht Platz! Aus dem Bild! So, dann können wir ja schon mal das erste Mosaikteil einsetzen. Die Bodenplatte ziert ein Steinbild. Der größte Teil des Mosaiks fehlt. Johns Teilstück einsetzen. Aus dem Untergrund ertönt entfernt ein Summen. Ja, Hüter des zweiten Fragments ist jetzt hier hinten aufgetaucht. Ich zur Seite! Zur Seite! Sofort! Und ja, ich finde der Nitalf-Titan, also der Zwergentitan, sieht meiner Meinung nach, ist einer meiner Meinung nach einer der cooleren Titanen. Jedenfalls vom Aussehen her. Fragt mich jetzt gerade nicht, wie der Troll-Titan aussieht. Das habe ich irgendwie gerade nicht im Kopf. Ich weiß nicht, warum ich den überhaupt jemals gerufen habe. Weil bei Trollen ist eigentlich fast alles selber ein Titan. Oh, sie sind schon angepisst und kommen. Schnell!
Oder auch nicht. Und los! Vorwärts! Sofort! Sofort! Vorwärts! Kämpft, Männer! Niethalf wird mich rächen! Ja, das Gute ist, der Niethalf, die Tat ist auch noch... Die Diener der Nacht sind hier! Das ist euer letzter Fehler! Das ist eine Feinde. Falle! Zu den Bögen! Lasst sie nur kommen! Es sind zu viele! Der Niethalf-Titan selber ist ziemlich immun gegen Gedanken. Das ist eine Falle! Das ist euer letzter Fehler! Das ist euer letzter Fehler. Ja, das Problem ist, sie haben den High Ground. Das ist ein bisschen schwieriger, macht sie anzugreifen. Das ist eine Falle! Kampfbereit! Das ist euer letzter Diener Fehler. Die Diener der Nacht sind hier. Oh, Manifestation des Schreckens. Das ist auch noch ein Boss. Hier bin ich. Wow, kommt nur her! Lasst sie nur kommen! Ich höre! Das ist sehr schön. Schwert von Uta. Achso, Uta ist er hier gewesen, ja. Ah ja, das finde ich sehr gut. Der Zauber der Heilung. Göttliche Heilung. Der kostet zwar einiges mehr an Mana. Vor allem, weil es auch ein Stufe 5 Zauber ist, kein 3er. Heilt allerdings auch... einiges mehr. Ja, zur Seite! Ja, sofort! Meine heilige Pflicht! Oh, die Götter stehen uns bei! Was ist euer Begehr? Ich eile! Schnell! Das ist nicht weit. Sie sind in der Stadt! Was ihr wollt! So sei es! Ja? Elend, empfange meine Seele! Schützt mich! Sofort! Meine heilige Pflicht! So, du watschen mal. Ich höre! Folgt mir! Da lang. Sofort! Und los! Das heißt, wir gehen jetzt hier hin. Da liegt übrigens noch eine Leiche, die wir einsammeln können. Hier wird es keine Angriffe mehr geben, zum Glück. Okay, du hast es zur Stelle geschafft und wirst jetzt wieder Arbeiter. Die Rune ruft. Heiz dich langsam, gut. Die Nahrung durch unsere Schweinezüchter. Also man merkt, die Schweinezüchter sind sehr viel effizienter. In der Nahrungsversorgung. Den Elite ersetzen, den wir da verloren haben. Hier bin ich. Nur zu. Und dann folge mal dem Niethalf-Titan. Ich habe übrigens vergessen,
das hier zu Eine machen. Einheit wurde aufgewertet. Elite und Ältester erhält stärkere Waffen und höhere Resistenzen. Gegen Schwarzmagie war es, ja. Da die Untoten eigentlich nur Schwarzmagie benutzen, hätte ich das viel früher machen können. Ja, du bist halt eine reine Mondsilber-Einheit. Du bist noch eine reine Eiseneinheit. Mittlere Rüstung, Kriegshammer und Magiestab. So, da folgt uns unsere Armee einmal quer durch die Map. Ja, wir gehen dann hier hoch. Hier hochgehen sollten wir, ohne dass Amras Elias Racheengel da uns attackieren. Noch eine Zone da. Auf meinen Befehl! Auch nicht, schnell! Auch nicht gerade unpraktisch. Hätten wir sie nicht schon. Und der nächste Angriff. Schnell! Sie sind in der Stadt! Vor allem, wenn sie einfach anfangen durchzubrechen, wird's nervig. Ich höre aus dem Bild! Sofort! Schnell! Oh je, das wird auch wieder lustig. Und werden. Los! Mir nach! Für den Orden! Genau, der Zwerg-Titan ist wirklich im Umgehen. Und das ist Metallmagie. Wir sind in Gefahr. Einsetzen. Keine. Geht es für uns? Nicht zu viele. Kommt Feinde. Her. Zu den Bögen. Ich höre. Das ist Metallmagie. Mehr keine davon. Schwarze Magie. Es sind zu viele. Das ist eine Falle! Die Ahnen rufen uns! Wie ist euch, Schwestern? Der Nitalf-Titan immun gegen Gedankenmagie. Das ist euer letzter Fehler! Das ist eine Falle! Wehrt euch, Schwestern! Ja, aus dem Bild! Das ist euer letzter Fehler! Ihr seid schwach! Sie kreisen uns ein! Die Ahnen rufen uns! Die Diener der Nacht sind hier! Ja! Das ist euer letzter Fehler! So, die Manifestation des Schauers Feinde, ist auch tot. Das ist eine Bögen. Falle! Mehr davon! Los! Der Nitalf-Titan haut auf die. Sie kreisen uns ein! Köpter ein. Das ist eine Falle! Ich glaube, es wird Zeit, ein paar Verteidiger zu holen. Ich höre! Sonst brechen die hier wirklich irgendwann noch durch. Ich höre! So, Rüstung. Oh, und Priesterrune. Mir nach! Hier ist... nichts, gell? Nein.
Hier sind auch keine Truhen irgendwo. Nicht wirklich, nein. Vorwärts! Schnell! Ah ja, der Priester oder die Priesterin.